Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich mal wieder weiter mit der RS4 Limo. Was soll ich sagen, wird heute mal wieder so ein typisches Video, wie ihr das von unserem Channel kennt. Passiert nichts, wird aber höchstgradig interessant. Muss man einfach mal so sagen, weil wir können nicht in jedem Video immer richtig was schaffen, weil jeder, der selber schraubt, kennt es selber, wobei, nee, dafür müsstet ihr auch selber Videos machen. Man kann natürlich dauerhaft beim Schrauben einfach mit der Kamera draufhalten und dann irgendwie was Cooles raus machen. Da fehlt uns aber definitiv die Zeit. Deswegen wollen wir immer lieber geile Technik bringen, geilen Input bringen, geilen Content und schrauben. Jeder, der mir bei Instagram folgt, wird es merken. Ich schraube meistens zwischen 22 Uhr und 3 Uhr nachts. Auch verständlicherweise Maxi und René da eher Feierabend haben, am Sport machen sind. Und so weiter. Okay, es hat sich schon einiges getan. Werdet ihr gleich noch sehen. So ein bisschen Lenkgetriebe, ein bisschen Kleinigkeiten und so weiter ist schon drin. Jetzt, endlich, wir haben lange darauf gewartet, geht es los mit dem Thema Kraftstoffsystem. Riesenthema, haben wir schon etliche Male angerissen. Problem, Kraftstoffversorgung ist immer, dass man, also A, dass ich weiterhin diesen Ethanol-Kraftstoff fahre. Da braucht man wegen dem Brennwert schon mal extrem viel von für die gleiche Leistung. Dafür verbrennt es aber umso kühler. Nächster Punkt ist, in dem Moment, wenn ihr viel Ladedruck fahrt, hatten wir in dem BW-Benzinpumpen-Video schon mal grob angerissen, viel Ladedruck in der Einspritzgalerie, Brücke, heißt, ihr braucht noch mehr Druck auf der anderen Seite, um den Druckdifferenz Düseneingang-Ausgang wieder zu kriegen. So, das heißt, wenn wir im Bereich von 3 Bar Ladedruck später fahren, 4 Bar Grunddruck, sind wir bei 7 Bar. Das heißt, wir brauchen eine Pumpe, die nicht nur viel Volumen schafft, sondern dieses Volumen bei dem hohen Druck schafft. Weil die Pumpen verlieren mit steigendem Druck immer an Volumen, weil halt einfach mehr Kraft in den Druck geht. So, jetzt kommt Paul zum Einsatz, Firma Material Mod Racing. Ihr kennt ihn ja. Wenn da was geht, ist es immer feinste Ware. Und Kumpel Toni, Injector Dynamics aus Amerika, hat einen Controller auf den Markt gebracht und wir haben tatsächlich die Serie Nummer 22 und dürfen diesen Controller verbauen und testen. So, kurz dazu, ihr werdet gleich vollkommen vom Glauben abfallen, weil ich kann bis heute nicht glauben, dass das Ganze funktioniert. Wir haben hier drin eine Benzinpumpe. Kein Scherz, das ist sie. Diese Benzinpumpe kann in Kombination mit diesem Kollegen, nein, leider sind wir noch nicht im Bereich, dass wir Hi-Fi in die Limo einbauen. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie so eine Endstufe. Sondern ist wirklich nur der Controller für diese Benzinpumpe, kann in dieser Kombination, haltet euch fest, 1100 Liter die Stunde, was circa 2000 PS entspricht. Also das ist klar. Eine amtliche Sache. Diese Pumpe, die ursprünglich aus einem Bugatti kommt, kann eh schon extrem viel. Das heißt, so im Bereich von 1200 PS kann die Pumpe eh schon, aber dieser Controller schafft es tatsächlich, die Pumpe so ans Limit zu bringen, dass aus diesem kleinen Scheißding 2000 PS kommen sollen. Ich kann es bis heute einfach nicht glauben. Ich vertraue da aber auf die Amis und auf Paul, weil es das Ganze für mich so einfach macht. An dem alten Auto, wo wir vor 10 Jahren so ein Kraftstoffsystem gebaut haben, weiß ich noch, war es ein Riesenproblem, weil die Pumpen damals, so eine typische Bosch 044 Peerbook E3L, wenn man die mit 7, 8 Bar Systemdruck betreibt, sacken die extrem ein. Das heißt, wir brauchten mehrere Pumpen, sowohl parallel, um das Volumen zu schaffen, als auch hintereinander, damit sie jederzeit nur halben Druck machen und so wieder auf den Druck kommen. Das heißt, wir hatten in dem Auto 4 Spritpumpen. 2 im Tank, 2 am Unterboden und das war, boah, nee. Und das wird jetzt durch dieses kleine Ding ersetzt? Das wird jetzt alles durch diesen kleinen Kollegen hier ersetzt. Ja, nicht schlecht. Wie geht das Ganze? Ist eigentlich recht einfach. Und zwar, bei diesen neuesten Generationen von Benzinpumpen ist das ähnlich wie bei Elektromotoren. Das sind keine Kohlenmotoren mehr. Das heißt, da ist nicht mehr ein Schleifer drin, der quasi alle 180 Grad seine Polarität ändert, sondern es ist ein sogenannter Brushless-Motor. Wäre auch cool gewesen, BW Brushless, ne? Mhm. Ja, habe ich noch nie gehört. Jetzt erkläre ich euch das so. Elektrotechnik ist jetzt auch nicht so meins, aber das kriege ich noch einigermaßen hin. Brushless heißt, es gibt keinen Kontakt zwischen den Teilen. Also es fließt quasi kein Strom durch, sondern der einzige Strom, der fließt, ist in einzelnen Spulen hier drin. Das heißt, außenrum gibt es einen Mantel, welcher immer abwechselnd Magneten hat, Nord und Süd. Und da drin sind in dem Fall 3 Spulen, weil wir sehen nämlich Phase 1, 2, 3. Das heißt, wir haben an dem Rotor, weil es sich dreht, 3 Spulen, welche quasi durch die Spule, wenn Strom durchfließt, ein Magnetfeld erzeugen.
Was passiert jetzt, wenn dieses Magnetfeld immer konstant bleiben würde? Würde es von dem einen Magneten angezogen werden und zack davor stehen bleiben und von dem anderen Magneten abgestoßen werden? Was man natürlich in dem Fall nicht will. Deswegen, weil es ja elektrischer Strom ist, kann man quasi den Strom in der Spule variieren lassen. Das heißt, immer passend von Magnet zu Magnet, wir machen da mal eine Einblendung rein, ändert sich die Polarität von der Spule. Das heißt, die Spule wird immer angesaugt, wird immer quasi an den nächsten Magneten rangezogen, übertrieben gesagt. Und kann somit kreisrund, wo die Magneten sind, wird wirklich immer weiter angezogen. Mit einer Spule funktioniert das schon toll. Wenn ihr jetzt auf der Welle aber drei Spulen habt, ist das natürlich noch umso krasser. Grob verstanden, Maxi? Ja, vielleicht. Nochmal in ein, zwei Sätzen. Wir haben eine Welle, da sind Spulen drauf, durch die Spulen geht Strom. Außenrum sind immer abwechselnd Nord- und Südpolmagneten. Mhm. Das heißt, wenn die Spule immer das Gleiche machen würde, würde sie sich abstoßen, anziehen. Ja. Von Magnet zu Magnet in der richtigen Frequenz ändert sich aber die Spannung, also eigentlich der Stromfluss, so dass quasi der Rotor, also die Spule drauf, immer angezogen wird, kreisrund. Mhm. Also das Magnetfeld in der Spule wechselt dann quasi. Genau, einfach nur durch die Flussrichtung vom Strom. Ah, okay. So, das heißt, je nachdem, wo Plus und Minus ist, erzeugt es halt entweder, übertrieben gesagt, so ein Magnetfeld. Okay. Und dadurch wird es wirklich immer weiter angezogen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum so eine Pumpe nicht einfach nur plus minus anschließend losgeht. Wird nicht funktionieren. Also so eine Pumpe braucht immer einen Controller, weil diese Verpolung immer weiter dargestellt werden muss. Deswegen kann man diese Pumpen aber so geil steuern. Eine normale Benzinpumpe kann nur 0 oder 1, diese Pumpe kann alles. Das geht aber so weit, dass diese Pumpe anfängt wahrscheinlich mit, wie genau das Ding jetzt hier drin aufgebaut ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es anfängt mit 6 Volt und am Ende hochgeht bis 20 Volt. Das ist schon mal ein Punkt, den man regeln kann, ist natürlich die eigentliche Spannung auf diese drei Phasen. Dann wird man natürlich auch noch zusätzlich wahrscheinlich die Taktung vielleicht ändern können, in welchen Abschnitten es angezogen wird und so weiter. Aber da wollen wir gar nicht so tief reingehen. Fakt ist, diese Pumpe können wir regeln. Jetzt gucken wir mal rein. Das Krasse an diesem Controller ist, hier gibt es jetzt mehrere Varianten, den zu steuern. Weil da geht nämlich tatsächlich hinten der gute alte serielle Stecker dran und es sind wirklich viele Kabel, die man an den Controller anschließen kann. Ne? Weil, jetzt kommt's, es gibt verschiedene Methoden, wie man die Pumpe betreiben kann. Eine Variante ist, man kann die Pumpe einfach statisch anschließen und kann dem Controller über unsere kleinen Einstellschrauben hier, wie an der alten Endstufe damals, sagen, mach 10%, mach 20%, mach 30%. Das ist die einfachste Variante. Dann die zweite Variante ist, diese Pumpe kann man über Ladedruck laufen lassen. Das heißt, ihr nehmt einen Ladedrucksensor, schließt diesen Ladedrucksensor an das Kabel an und könnt dann einstellen, bei 1 Bar soll die Pumpe 30% machen, bei 2 Bar soll die 70% machen und so weiter. Das ist die zweite Variante. Die dritte Variante ist, ihr erzeugt ein PWM-Signal aus dem Motorsteuergerät. Das heißt, das Motorsteuergerät oder ein externer Controller, wo das Signal herkommt, ist eine andere Sache. Kann man auch über Displays steuern, verschiedenste Sachen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Jungs von Kencheck da vielleicht sogar auch bald was haben. Dass man vorgibt, dass die Pumpe nach dem und dem Lastzustand die und die Menge an Fördervolumen braucht. Das kann in alle Richtungen gehen. Das heißt, ihr könnt da eine Überwachung über den Benzindruck machen. Das heißt, wenn der Benzindruck abfällt, gibt die Pumpe mehr Gas. Nicht zu empfehlen, weil sie ja quasi hinterherläuft, was bei Sprit immer gefährlich ist. Weil eigentlich will man ja diesen Abfall gar nicht erst haben vom Benzindruck. Das heißt, es kann passieren, dass das Systemdruck zu langsam ist. Somit, ich überlege gerade, ich denke mal, die Kerngröße für PWM wird in dem Fall eigentlich die Einspritzzeit, also die Füllung sein, weil das Steuergerät weiß ja, wie viel Sprit ich einspritzen will, somit weiß es auch, wie viel Sprit nach vorne kommen muss. Muss man natürlich alles erstmal einmal rausfahren. Und dann hat das Ganze nämlich eine Überwachung. So, und das Coole ist, dieses Ding kann nämlich tatsächlich noch viel, viel mehr. Es hat zusätzlich auch noch ein paar Ausgänge. Müssen wir mal gucken, dass wir hier vernünftig durch. Hier, genau. Das sind theoretisch per CAN-Bus, das heißt mit diesen, C wie CAN-Bus wäre auch ein geiles Video, vielleicht machen wir das nochmal. Dieses Ding kann über ein Kabel, beziehungsweise zwei Kabel, CAN High, CAN Low, verschiedene Messages rausgeben. So, was dann Displays wie CAN-Check, wie EMU, wie Motorsteuergerät und so weiter ablesen können. Und man kann sich zum Beispiel auf dem Display anzeigen lassen, Input Voltage. So, das heißt, wie viel Volt gehen in den Controller gerade rein? So, dann können wir gucken Input Current, das heißt, wie viel Ampere, wie viel Stromstärke geht gerade rein. Dann können wir gucken, wie viel Ampere zieht die Pumpe gerade. Dann können wir gucken, wie viel Liter die Stunde zieht die Pumpe gerade.
Das ist halt extrem interessant später beim Abstimmen, Düsenauslastung und so weiter. Und dann können wir uns sogar noch angucken, die Temperatur von dem Mainboard hier. Bestimmt bei einigen Stellen interessant, wo man den Controller nicht sehen kann, ob er nicht zu heiß wird. Und als letztes, das ist das allerinteressanteste, Pump-Output-Duty-Cycle. Duty-Cycle heißt immer 0 bis 100%, wie die Auslastung von der Pumpe ist. So, das heißt, wenn wir auf dem Prüfstand sind, 1000 PS und stellen fest, Duty-Cycle von der Pumpe sind erst 50%, dann kann diese Pumpe am Ende tatsächlich 2000 PS, wenn die Düsen und so weiter das auch alles können. Mega geil, wirklich, bin gespannt, wie das funktioniert. Krasses Ding. Bin wirklich stolz drauf, dass wir als einer der ersten das Ding verbauen dürfen. An der Stelle auf jeden Fall nochmal danke an Paul. Für uns wieder geile Technik, ist halt einfach irgendwie so die Zukunft. Wenn ich mir überlege, früher 4 Pumpen, etliche Schläuche und so weiter und jetzt einfach nur so ein Ding rein und fertig. So, eine Sache wollte ich euch noch zeigen, damit ihr mal seht, wie viel Bums dieses Gerät hat. Irgendwo war ja so eine schöne Tabelle. Das konnte ich nämlich selber nicht glauben. Ja. So, jetzt kommt's. Also jeder, der ein bisschen was mit Strom im 12-Volt-Bereich, für andere Bereiche ist das natürlich immer wieder ganz was anderes, aber im 12-Volt-Bereich, diese Pumpe, einmal kurz einen Kunden bedienen hier. So, jetzt muss ich mich kurz wieder einarbeiten hier. Ganz viele von euch fragen ja immer, ob wir aktuell geöffnet habt. Ihr geöffnet habt, boah, sind schon wieder zu viele Wörter heute. Geöffnet haben wir nicht, in Form von, dass ihr hier durchstöbern könnt. Noch nicht, arbeiten wir dran. Aber ihr könnt natürlich jederzeit während der Öffnungszeiten einfach klingeln, was abholen und so weiter. Also, quick, lag ich gar nicht so verkehrt. Operating Voltage, also quasi Arbeitsspannung zwischen 7 und 17 Volt. Jetzt kommt's, Overcurrent Protection, das heißt maximale Stromstärke 120 Ampere. Also bei 120 Ampere schaltet das Ding ab. Maximal Operating Input, also wie viel dieses Ding maximal verbraucht? 100 Ampere. 100 Ampere ist wirklich saftig. Ich kann halt so mit Elektrotechnik gar nichts anfangen. Also als Beispiel, kommt jetzt wieder drauf an, was für ein Anlasser. Es gibt verschiedene Anlasser, aber ich sag mal, einen Anlasser, um ein Auto zu starten, der hat so 150 bis 200 Ampere. So, aber das ist der stärkste, krasseste Verbraucher, den es an so einem Auto gibt. Okay. Also 100 Ampere, ich sag mal, eine elektrische Servopumpe, die hat dann mal so 70 Ampere. Aber 100 Ampere durchgehend, weil jetzt darf man nicht vergessen, das ist ja dann unterlastet. Ne? So, jetzt haben wir hier ein schönes Diagramm. Flow Rate, also quasi Volumen, Liter pro Stunde. Und hier quasi den Druck, den die Pumpe macht. So, und als Beispiel, wir wollen jetzt bei 14 Volt... Bei 14 Volt wollen wir jetzt in Summe 7 Bar haben. Dann nimmst du dabei 1100 Liter 39 Ampere auf. Was dann wieder nicht so viel ist. Weil Stromstärke ist immer, je höher die Spannung ist, je geringer ist die Stromstärke. Das heißt, wenn wir also hier oben reingucken und das Ganze uns bei 8 Volt angucken und die bei 8 Volt diese 1100 Liter machen soll, dann sind es schon 95 Ampere. Okay. So, also mit steigender Spannung immer weniger Stromstärke. Was halt krass ist, das ist das Coole an einem Brushless mit dem Controller, wie ihr hier seht. Egal bei welcher Spannung, egal bei welchem Druck, schafft diese Pumpe immer die 1100 Liter. So, das ist bei normalen Pumpen nicht der Fall. Das heißt, sollte der Moment kommen, wo diese Pumpe zu schwach wird, schiebt der Controller einfach so viel mehr Strom nach, dass die Pumpe das wieder schafft. Das ist halt das, was diese Pumpe halt so krass ausmacht und warum die auch mit dem Controller so viel mehr kann. Was wiegt der so? Der Controller? Ja. Leider schwer. Kann ich eigentlich gar nicht einbauen. Na ja, gut, aber du hast ja dafür vier Benzinpumpen weniger. Also ich würde sagen, der Controller wird so 3 Kilo haben. 2,5, 3 Kilo. Hat der schon. Ist der da drin? Ja, ist ja fast wichtigste Frage. Ah, hier, ja. Ich schwöre wirklich, ich habe es vorher nicht gesehen. Schwöre ich wirklich. 2,37 Kilo. Ah, ja. Weil ich mein 2,5 gerade gar nicht so... Ach was. Ja. Die Hand arbeitet wieder langsam. Okay, geil. So, jetzt wird es interessant. Also ich fand es jetzt schon interessant, aber jetzt geht's los. Original sitzt dieses hässliche Ding im Tank drin. So, deswegen wollte ich das Ganze auch noch nicht einbauen, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hinten im Kofferraum kopfüber hier drin liegt und diese Pumpe, ja ja, es wäre schön, wenn die hier sitzt. Nee, film da mal rein. Die sitzt da unten drin. Boah, warte mal. Kriegen wir das hier? Ja, da unten dieses Weiße, was ihr da seht, da sitzt eigentlich die Pumpe. Das sieht jetzt sogar auf der Kamera noch einfach aus. Da ist aber, pass auf, ich zeige euch das mal, wenn ich meinen Arm reinstecke. So, jetzt bin ich quasi unten auf dem Boden. Ja, das. Das ist Baustelle, das alles im Auto passend zu machen. Deswegen habe ich die ganze Zeit gesagt, wir warten so lange,
bis die Pumpe am Start ist. So, jetzt Pumpe angekommen. Ich natürlich meinen besten, allerliebsten Fräskumpel Phil angerufen. Der weiß schon mal Bescheid, wenn ich mich melde, dass es wieder geiles Zeug zu bauen gibt. Und zack, hat er mir schnell dieses geile Billeteil gebaut. Dieses kommt jetzt tatsächlich einfach, also wir haben jetzt einfach den originalen Korb, wo original die Pumpe zwischen sitzt, zerlegt und machen jetzt 1:1 einfach den neuen Korb dazwischen. Okay. Das heißt, wir nehmen die Gummis einfach hier. Zack. So. Jetzt kommt unsere schöne Platte hier rein und dann kommt der zweite Teil von oben einfach drüber. So, jetzt muss ich einmal gucken, wie das gedreht sein muss. So nicht, passt nämlich genau nur einmal. So müsste es auch nicht, Haufeneffekt. War eben noch zusammengebaut. Ah, okay, können wir natürlich lange, lange probieren, wenn ich alle daneben sitze. Hallo was? So, das heißt nochmal raus, den vernünftig rein, ist wieder Freitag. So, jetzt gucken wir einfach, wo die Nase ist. Die Nase ist hier, zack. Und schon geht der rein, und der rein. Bam! Herzlich willkommen. Spezial-PK-Halter für 1100 Liter Pumpe. Diese können wir jetzt einmal durchschieben, mit der Schraube hier sichern. Und können sogar tatsächlich den mitgelieferten Filter noch unten drunter setzen. Schon sitzt das Ganze im Tank. Wie original schwingungsgelagert. Mehr geht nicht. Habe ich wirklich so ein gutes Gefühl bei. Also das ist wirklich... Das ist es, ja? Das ist brutal. Also das ist wirklich... das kann was. So, weiter im Text. Nächstes Problem. Jetzt kommt nämlich die interessanten Probleme. Wie ich schon sagte, braucht diese Pumpe 3 Anschlüsse. Diese 3 müssen auch... Will jetzt nichts Falsches sagen? Ich wüsste jetzt nicht. Ich würde sagen, alle 3 müssen ein einzelnes Kabel sein. Ich weiß nicht, ob man alle 3 mit einem Controller über einen Pin steuern könnte. Natürlich schlechter als einzeln. Weiß ich nicht. Da wir bei den Controller verwenden wollen, brauchen wir jetzt 4 Kabel, die in den Tank gehen. Jetzt erstmal interessante Sache. Normalerweise würde doch jetzt jeder denken, das Ding steht voll mit Sprit. Das ist doch ganz schön gefährlich, wenn da einfach so 4 offene Kabel sind. Ja. Ist es aber nicht, weil Sprit leidet nicht. So dieser alte Trick, damals auch... in der Schule hat man das, glaube ich, gemacht, Physik, wo man Salz ins Wasser macht und schon das Wasser auf einmal leitet. So ähnlich ist es bei Sprit auch. Ja, Physik war ich nicht so. Also Sprit leitet nicht, daher immer kein Problem. Aber das größere Problem ist, diese Kabel müssen irgendwie rausgeführt werden aus dem Tank, ohne dass sie stinken, Sprit durchlassen und so weiter. Deswegen ist original dieser Deckel oben drin. Der sitzt dann hier so drüber. Jetzt haben wir bei dem Original aber nur 4 Kabel. 4 Kabel, weil originale Pumpe plus minus. Und dann ist da drin auch noch der Füllstandsensor, wie viel Sprit drin ist. So, das heißt, 4 Kabel reichen für uns nicht. Jetzt gibt es so coole Verschraubungen, dass man hier zusätzliche Kabel durchführen kann. Ich bin immer einer, solange es geht, versuche ich immer Originalteile zu verwenden. Und siehe da... Ich habe tatsächlich einen Deckel gefunden. Also muss man jetzt wirklich mal sagen, ich habe wirklich, also ich kenne eigentlich, was den B5 angeht, kenne ich jedes Teilebild fast auswendig im Edgar. Weil ich glaube, ich habe wirklich schon einen Monat durchgehend nur am Edgar gesessen in den letzten 20, 15 Jahren. Und so der ein oder andere Schrauber kennt es, wirklich Teilebilder durchklicken, Ersatzteilnummer aufschreiben, beim nächsten Auto gucken, boah, ist da auch verbaut, vielleicht nochmal beim A6 gucken und so weiter. So habe ich wieder durchgeguckt, bin auf dieses Teil gekommen. Dieses Teil tatsächlich 4. Jetzt werden bestimmt einige sagen, hätte er mal die Ersatzteilnummer weggemacht. Nee, ist mir egal, könnt ihr euch alle bestellen, gibt es bei Audi Tradition noch. Ja, so war ich noch nie, konnte immer schon jeder alles das gleiche machen. Jetzt haben wir hier 4 Kabel. Das heißt, diesen Stecker kann ich komplett nehmen für die Pumpe und habe hier ein zusätzliches Kabel für meinen Füllstandsensor. Mhm. So, geil, oder? Habe ich gefeiert. Habe ich definitiv gefeiert. So einfach und schnell eine Lösung und fertig. Jetzt kommt der nächste Punkt, den ich dann wirklich noch mehr gefeiert habe. Heute wird gefeiert. Ist, wenn du dir den Originaldeckel anguckst und diesen Deckel noch anguckst, was fällt dir noch auf? Was soll mir auffallen? Ich weiß nicht. Was ist hier noch anders als in dem? Das hier ist hier richtig, genau. So, da ist nämlich auch ein Pfeil drauf. Das heißt, der Sprit kommt hier raus. Ah, da passt er durch. Und wenn wir hier von 200 PS Serie ausgehen, dann kann es nie schaden, den Vorlauf zu vergrößern, weil viel Sprit will auch schnell nach vorne.
So. Das heißt, tatsächlich einen Deckel gefunden, wo der auch noch dicker ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, als ich dann die Teilenummer rausgesucht habe, Google das Bild geöffnet habe, den Deckel gesehen habe. Da war es vorbei. Da war mein Tag gerettet. Weil das sind wirklich so, wenn man diesen Deckel nachbauen würde in Alu, was ja alles geht, wie viel Stunden, Zeit und so weiter drauf geht, wenn es doch so simpel geht, für 50 Euro einen Deckel kaufen und man hat es einfach perfekt. Ja. So, das heißt, wir können jetzt diesen Deckel nehmen, der passt sogar auch noch ganz gut von der, weil eine erste Größe ist ungefähr immer der Anschluss von der Pumpe. Passt sogar von Anschlüssen gut. Da kommt Kameramann Nummer 2 gerade rein. Hallo. Passt von Anschlüssen her? Was treibt dich hier? In deinem Urlaub? Ich muss was abholen. Ja, okay. Ja, dann viel Spaß. Ja. passt sogar. Richtig, was ist los hier heute? Ja, ich sag's dir, ich gucke auch schon immer zur Tür. Das ist so ein nächster Punkt, warum wir schwierig immer tagsüber hier filmen können, wenn wir mal was schrauben und so weiter. Guck, jetzt kommt nämlich Joni, kommt auch noch. Den lassen wir auch noch rein. Haben wir bald alle einmal durch hier heute. Fehlt nur noch Marius. Ja, stimmt, Marius, ja, Freitag. Der kommt gleich zum Feierabend. Der kommt bestimmt auch noch. Der hat bestimmt schon Feierabend. Da nehmen wir jetzt natürlich unseren PTFE-Schlauch, von dem ich so begeistert bin, der wirklich unkaputtbar ist. Und der geht halt hier wirklich saugend, schmatzend drauf, schöne dicke Schelle rum, Abfahrt. Passt. Ja, geil. So, also, nochmal zusammenfassen. Komm, wir gehen hier einmal rüber. Da unten sitzt die Pumpe drin. Einfach nur ein Schlauch, der hier hochgeht. Hier sitzt schön der Deckel drin. Das heißt, ich kann richtig geil einfach nur mit einer Leitung zum Benzinfilter gehen. Brauche auch nur einen Benzinfilter. Das ist auch immer der Vorteil von nur einer Pumpe. Natürlich kann man auch 4 Pumpen über haufenweise Y-Stücke in einen Filter leiten. Aber so ist es einfach perfekt. Das heißt, einmal Vorlauf, einmal Rücklauf, im Auto lang. So, das war schon wieder ganz schön viel Input, glaube ich, ne? Ja, waren viele Themen, also eigentlich ein Thema, aber eigentlich nur ein viele Thema. Kleine Baustellen. Ich würde dazu das Ganze jetzt einfach nennen, erstmal nur die Kraftstoffförderanlage. Hier geht es jetzt natürlich weiter mit den Rohren am Unterboden. Da muss ich Audi jetzt mal loben. Ich glaube, Audi Tradition hasst mich mittlerweile. Wie kann das sein? Also ist jetzt nicht so, dass die mir das ganze Zeug zuschicken, sondern ich gehe ganz normal in den Online-Shop, bestelle etwas und es kommt hier an. Das muss ich auch dazugeben, ich habe auch schon mal ein paar Sachen bestellt, die ich mir angeguckt habe und wieder zurückgeschickt. Ging auch problemlos durch. Aber wenn ihr schon den Karton seht, Respekt an die Jungs. Es ist nicht klein. Alleine Verpackungsaufwand. Ne? Ja. So, pass auf, hier, um jetzt nicht zu viel zu zeigen, nehmen wir mal kurz was raus. So, es gibt tatsächlich noch zu kaufen die ganzen Rohre am Unterboden. So, mittlerweile Preis allerdings verdoppelt. Ich weiß noch, bei meiner Limo habe ich sie damals gekauft für 140 Euro bei Audi. Mittlerweile kosten sie, glaube ich, 260 oder so. Jetzt darf man noch nicht vergessen, wenn ich überlege, dieses Teil 10 Jahre lang irgendwie zu lagern, in der Größe und so weiter. Ja, da hat man irgendwie, finde ich, schon dann irgendwann ein Verständnis dafür, dass man froh sein kann, dass solche krassen Formteile, die wirklich nicht so oft jemand braucht, es überhaupt noch gibt. Ne? So. Ja, das stimmt. Hier, seit 2003 werden die gelagert. Ne? Ja, krass. So, lager mal fast 20 Jahre lang solche Teile. Folgendes hatte ich damals gemacht bei meinem alten Auto. Wie ich gesagt hatte, alles doppelt, hatte ich diese Leitung doppelt am Unterboden verlegt. Das heißt, ich habe sogar zweimal verkauft. Verkauft, gekauft. Das würde theoretisch jetzt wieder gehen. Hab nur so ein bisschen Bauchschmerzen, dass die eine Leitung zu dünn ist. Weil wir wissen jetzt ja, dass mein Vorlauf eher so groß wird. Das heißt, da müsste man eher nochmal gucken, ob es da nicht eine Upgrade-Möglichkeit gibt. Boah. Man merkt, der ist ja 2003 da drauf. So, das ist halt original. So würde ich eigentlich gerne verbauen. Ja, und deswegen abschließend zeige ich euch noch ein kleines Upgrade. Was ich weiß sogar gar nicht, ob ich sie noch mehr als den Deckel gefeiert habe. Aber, pass auf, wir machen das nochmal hier. Film mal hier in die Kiste rein. Es gibt tatsächlich auch einen B5, wo diese Leitungen verbaut sind. Das heißt, wir haben 2 fette Vorlaufleitungen in Blech und eine fette Rücklaufleitung. Müssten wir mal daneben liegen, damit man den Vergleich mal sieht, wie dicker. Ja, nö. Das machen wir dann. Okay. So, aber nur kurz, um euch das zu zeigen. Jetzt seht ihr, was ich meine. Nö. Aha. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können wahlweise dieses als Vorlauf nehmen, was 1:1 passen würde.
und können das andere als Rücklauf nehmen, weil ich habe nämlich auch gerade Quatsch erzählt. Jetzt macht das Ganze nämlich auch gerade wieder Sinn. Vorlauf, Rücklauf. Und wenn du jetzt nochmal reinfilmst, siehst du, dass der Rücklauf auf zwei Rohre hier geht. Soll ich dir sagen, warum das ist? Warum? Das ist als Kraftstoffkühler im Unterboden gedacht. Ah. Das heißt, die doppelte Fläche an Metallrohren am Unterboden kühlt natürlich mehr. Ja. So. Da freut er sich. Ja, freut er sich. Die ganze Nummer freut mich. Also das Kraftstoffsystem, sage ich, ist so vorausgesetzt, die Pumpe kann das, was sie soll. Wenn sie das kann, bin ich damit safe. Mein Leben lang wird nie wieder irgendwas. Weil brauchen wir sich's vormachen. Ich glaube nicht, dass dieses Auto nochmal über 2000 PS drückt. Überleg mal, 2000. Ja, ja, klar. Das glaube ich nicht. Somit würde ich sagen, die Nummer ist safe. Jetzt ist das Geile, deswegen die Leitung zeigen wir euch später nochmal auf der Bühne, wenn das alles schön verbaut ist. Jetzt kann ich endlich das alles im Tank fertig machen, kann den Tank reinhängen, weil nach dem Tank kann ich nämlich endlich diese Achse hier reinmachen. Ja. Weil ihr seht nämlich, dass die Achse läuft hier zwischen. Hier zwischen ist theoretisch Diff und Achse, das heißt, erst muss der Tank rein und dann geht's los. Praktisch, wie immer, man muss nicht immer alles neu kaufen. Hättest du wahrscheinlich gedacht, das ist neu, ne? Sieht gut aus, ja. Ist es aber nicht. Ist wirklich einmal gestrahlt, einmal dick gepulvert. Ja. Beim Pulverer meines Vertrauens. Fragen mich ganz viele, kann ich eigentlich auch sagen. Ich bringe alles zum Pulvern bei uns um die Ecke nach Garbsen. Der Jörg Meier, Firma Dario. Der schüttelt schon nur auf dem Kopf, weil ich bin so ein Pulverfan. Ich will alles immer gepulvert, weil ich auch die Farbe so geil finde. Ja, hier sieht man den Unterschied. Das war zum Beispiel ein Teil, was ein bisschen stärker rostend war. Das war ein bisschen okay, ja. So. Sachen einmal durchgepulvert. Mit Erschrecken festgestellt, dieses Hitzeschutzblech, was da drunter ist, du musst es mal mit einer Hand hochheben. Das werden die 3 Kilo vom Controller sein, die ich wieder einsparen werde. Da sitzt von unten, also da sitzt übertrieben gesagt hier in der Mitte das Diff. Hm. Ja, so grob. Ja, so halb das Diff. Fakt ist aber auf jeden Fall, das werde ich natürlich versuchen weg zu rationalisieren. Ja, achso, nee, guck, man sieht hier, war die Reserveradmulde. Doch, doch, also das ist schon das Diff und die liegt so an der Mulde an. Mulde haben wir ja eh nicht mehr. Das heißt, übertrieben gesagt, brauchen wir auch nicht das Blech. Weg damit. Weil wir haben ja anderes Hitzeschutzzeugs zum Isolieren. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt meine Technik verstanden. Ich hoffe, ihr feiert es genauso wie ich. Vielen Dank an alle Beteiligten. Im nächsten Video würde ich fast behaupten, Variante 1, wir bauen die Achsen ein. Variante 2 ist, wir machen den Kahlbau. Einmal gucken. Ich weiß noch nicht. Geht jetzt aber langsam voran, weil es gibt nämlich tatsächlich noch ein paar Events dieses Jahr. Events fahren werden wir natürlich nicht mehr, aber ein rollbares Auto wäre schon cool. Ja, wäre schon ganz schön. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, ganz kleinen Zusatz noch hinterher, damit er auch mal so einen Moment miterlebt, wo ich einfach nur happy bin. Dadurch, dass das kein RS4-Teil ist, sind diese Teile noch nicht entfallen. Kostet auch deutlich weniger, kostet nur die Hälfte. Und hier gibt es tatsächlich sogar noch den Vorlauf neu zu kaufen. Und jetzt zieht euch das rein. Großer Deckel. Dann kommt dieser Vorlauf drauf. Der geht 1:1 geil am Tank lang. Und hier geht der Kollege dann einfach da drauf und fertig. Und schon gehen die Leitungen bis vorne durch. Ich flippe aus. Heißt, wir haben natürlich jetzt keinen Spritfilter. Werde ich aber mit dem Düsenhersteller nochmal reden, ob da überhaupt ein Spritfilter für vorgesehen ist. Weil es gibt mittlerweile ganz viele Autos, die gar keinen Spritfilter mehr haben. Also die haben alle intern einen vor der Pumpe, weil diese Brushless-Pumpen gar keinen Dreck mehr machen, der nach vorne in die Düsen kommen kann. Weil logischerweise, der Filter nach der Pumpe ist nur dafür da, um den Dreck wegzunehmen, der aus der Pumpe kommen könnte. Wenn erst gar kein Dreck in die Pumpe reinkommt, kann auch kein Dreck rauskommen. Ja. So, okay, jetzt haben wir es aber. Finde ich geil. Bin sprachlos. Sehr gut. Danke. Ciao.